Hallo ihr Lieben, wir lesen euch heute das Buch vom Goliath vor. Seit dem frühen Morgen sitzt der Bär da und wartet und wartet und wartet. Ich warte auf Goliath, erzählt er allen. Goliath kommt gleich, das ist mein allerbester Freund. Ist er auch so stark wie du? Der ist noch viel stärker. Ist er auch so schlau wie du? Der ist schlau. Der kann schon bis 18 zählen. Und dann schläft der Bär ein und schnarcht und träumt und wartet. Dein Goliath kommt wohl nicht. Oh doch, der kommt bestimmt. Der lässt mich nicht im Stich. Als der Bär gerade mal Pipi macht, ruft das Rotkehlchen. Guck mal, da kommt jemand. Benimmt der sich? Riecht der gut? Geht so. Dann ist es nicht Goliath, brummt der Bär. Ein Bus kommt vorbei und hält, aber niemand steigt. Und das Rotkehlchen fliegt schon in den Süden. Und einmal vergisst der Bär sogar einen Augenblick lang, dass er wartet, weil es schneit. Und dann wird er müde und fällt in einen tiefen Schlaf. Als er wieder aufwacht, ist es wärmer geworden. Einmal hört er ein leises Geräusch, so wie wenn jemand mit der Hand über ein Stück Papier streicht. Goliath kommt. Goliath! Bist du wieder da? Endlich bist du da! Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Ach, das macht doch nichts. Komm, ich weiß auch schon, was wir zwei jetzt machen. Ui! Und so spielen die Schnecke und der Bär zusammen. Und unsere Geschichte ist zu Ende. Tschüss!